Ja, servus Jungs und Mädels. Heute ist Mittwoch, der 14. Und ihr seht hier vor euch den ledigen Ombre. Noch ist es soweit, aber ab morgen dann nicht mehr. Deswegen hier das letzte Ledig-Commentary sozusagen. Mein Kumpel Sturdy ist auch wieder mit dabei. Auf euer Wohl. Ah, der Sturdy, der lässt uns nicht im Stich. Ja, heute war nochmal so ein ganz gechillter. Heute hatten wir keine großen Pläne. So kurz vor der Hochzeit morgen haben wir gesagt, macht jeder nochmal für sich so ganz in Ruhe. Katja und ich haben heute noch einen kleinen Ausflug gemacht zur Schleuse. Sind nochmal ans Meer gelaufen. Auch gute 6-7 Kilometer sind wir da unterwegs gewesen. War ganz in Ordnung. Ein paar Bilder habe ich da auch noch gemacht. Und ja, danach haben wir eigentlich hier zu Hause nochmal ein bisschen ausgespannt und so ein bisschen vorbereitet auf morgen. Nochmal so gedanklich alles durchgegangen, wie das dann vom Ablauf sein wird. Der Halbwurm ist mittlerweile auch angekommen, hat auch alles geklappt. Der ist dann morgen also auch mit dabei und macht sich dann mit uns von dort an auf die Reise. Und ja, ansonsten haben wir die Wohnung schon mal wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht, sodass wir morgen nicht mehr so allzu viel tun müssen, denn am Freitag, da wollen wir dann relativ früh eigentlich wieder los. Da geht es ja dann nach Wilhelmshaven, haben wir auch ein paar Kilometer vor uns und da ist dann am Abend auch gleich eine große Feier geplant mit Essen und allen Leuten. Deswegen müssen wir gucken, dass wir Freitag auch nicht allzu spät uns auf die Socken machen. Ja, ansonsten sind wir noch essen gewesen. So im Dorfkern hier gab es irgendwie nur so zwei Lokalitäten. So der Balkan-Kebab mit Pizza und Döner. Und auf der gegenüberliegenden Seite so eine kleine, ja, Cafeteria nannte sich das. Wo wir erst dachten, so, ja, da gibt es nur so Kaffee und Kuchen, aber das ist das Einzige, was es da nicht gab, sondern halt auch irgendwie Schnitzel und Steak und Pommes und sowas, also wie so eine Art erweiterte Currywurstbude, wo dann die Dorfältesten am Tresen saßen, ja, recht urige Gestalten, muss ich sagen. Da konnte einem schon so leicht Angst und Bange werden. Aber das Essen war auf jeden Fall sehr gut, der Teller war ordentlich voll und teuer war es eigentlich auch nicht, also war ganz cool. Und jetzt muss ich aber gucken, jetzt gibt es für mich nichts mehr zum Essen. Den Ranzi hier, sonst passe ich morgen nicht mehr in meinen Anzug rein und das wollen wir ja nicht. Und ja, ich denke mal, das war es eigentlich auch schon. Der ledige Ombre, prägt euch nochmal ein. Ist schon relativ spät, ich glaube, wir haben es schon irgendwie 9:30 oder so. Deswegen jetzt die Lichtverhältnisse nicht mehr ideal. Ich wollte eigentlich noch ein Commentary machen draußen in den Straßen von Heuer. Aber nachdem ich gesehen habe, dass das ja auf Sylt auch schon so mit dem Wind nicht so hinhaut irgendwie, dachte ich mir, nee, lasse ich das mal lieber bleiben und verlege es wieder nach drinnen. Aber, naja, weiß nicht, vielleicht wenn es morgen nochmal ganz windstill ist oder so, vielleicht ergibt sich dann nochmal die Chance, einmal mit euch in den Block zu gehen. Denn da ist echt mal tote Hose da draußen. Also wir haben hier in der Zeit, wo wir jetzt hier waren, echt wenig Menschen gesehen. Und keine Ahnung, wo die alle stecken, die Heuraner. Nee, Jungs und Mädels, also wie gesagt, wir sehen uns dann als nächstes, wenn wir in den Hafen der Ehe eingefahren sind sozusagen. Drücken uns die Daumen, dass morgen alles klappt. Und ja, man darf gespannt sein auf das Video, das dann als nächstes kommt. Ob dann alles geklappt hat und ja, wie die Emotionen sind und was alles los war. Da freue ich mich schon besonders drauf. Morgen, wie gesagt, unser ganz großer Tag. Und da werde ich euch dann natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Ist ja ganz klar. Also, dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Wahrscheinlich morgen. Bis dahin.